Ja, herzlich willkommen. Wir sind freudig überrascht von so viel Resonanz und ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid. Ich bin der Thorsten Veit, ich bin der Leiter vom ISB und ich begrüße euch herzlich zu unserem Praktikerforum. Ich habe jetzt die Freude, euch so ein bisschen zu rahmen in das, was wir heute und morgen tun. Nicht inhaltlich, sondern mehr so ein bisschen ins Thema einführen. Und dann werden wir euch nach und nach auch durch unser Programm führen. Und wir haben ja viele spannende Vorträge und Beiträge, auch dieses Jahr wieder dabei. Ja, und es lebt ja von allen, es lebt nicht nur von denen, die hier vorne stehen, sondern Praktikerforum, Pionierlabor heißt immer, werkeln an der Praxis, mit der Praxis und da gibt es viele spannende Formate. Was heißt Pionierlabor für uns? Pionierlabor ist mal entstanden als eine Idee, ein Forum von Praktikern für Praktiker zu schaffen. Also mit der Idee, was machen auch unsere Weiterbildungsteilnehmer mit ihren Partnern draußen in der Praxis, mit dem, was sie am ISB gelernt haben, wie setzen sie es in auch Vorreiterrollen, in Pionierrollen, in Pioniervorhaben um. Und dafür wollten wir ein Forum schaffen, gemeinsam an der Praxis zu lernen, Praxis vorzustellen und dann gemeinsam mit anderen daran weiterzudenken, weiterzuentwickeln und weiterzulernen. Und wichtig dabei war uns immer, und es gilt auch gerne als Einladung für die zwei Tage, für heute und morgen, es mit allen Höhen und Tiefen, mit Licht und Schatten und gar nicht zu Hochglanz zu besprechen, weil wir davon sehr viel lernen können. Was gelingt uns und was gelingt uns vielleicht auch mal nicht und warum und wie gehen wir damit um? Also mit all dem, was Licht und Schatten in der Praxis eben ausmacht, auch hier das gemeinsame Lernen zu gestalten. Wir haben davor 10 Jahre für den Deutschen Bundesverband Coaching ein sogenanntes Dialogforum organisiert, was ähnlich angelegt war, wo wir auch Partner, Unternehmen eingeladen haben, dort mehr zu den Coaching-Themen Praxis vorzustellen und das hat sich dann weiterentwickelt und wir haben das dann in Eigenregie am ISB übernommen und das war uns und mir dann tatsächlich auch ein Herzensanliegen, jenseits der Weiterbildung, jenseits der vielen Peergroups, die es gibt, auch nochmal ein Forum zu gestalten mit so Praxisbeiträgen aus eurer Arbeit und dann daran gemeinsam zu lernen. Ja, wir sind echt überwältigt von dieser Resonanz dieses Jahr. Wir haben immer an den 100 gekratzt. Letztes Jahr waren es ein paar 90. In Hamburg hatten wir beim Symposium auch 97. Dieses Jahr sind wir wirklich über die 100 gekommen und es freut uns einfach sehr, dass es so einen guten Anklang gefunden hat. Und es hat wahrscheinlich viele Ursachen oder viele Gründe, vielleicht auch das Thema. Und da würde ich euch, bevor wir dann mit Jutta zusammen euch nochmal auch ein bisschen in den Rahmen organisatorisch einführen, ein paar Takte zu sagen. Unser Thema ist Organisation und humanes Wirtschaften. Warum gerade dieses Thema diesjährig? Ich bin mal vor etlichen Jahren auf einer Veranstaltung von Mastern, dem sogenannten Mastertreffen, gefragt worden, was ist eigentlich die DNA und was ist so der Kern des ISB? Und ich habe dann diese Formulierung gewählt, das ISB und die Stiftung, die auch hier hinten einen kleinen Infostand hat, die Susanne ist da und die Dagmar, Stiftungsmitarbeiterinnen, stehen für genau dieses Zusammenspiel, nämlich Organisationen und humanes Wirtschaften, also humanes Wirtschaften in der Zusammenstellung. Jetzt hören wir ja in der heutigen Zeit immer wieder, dass vieles so komplex wäre und so unklar in den Zusammenhängen wäre. Das ist auch sicher richtig. An vielen Stellen sind Sachen komplex. Wir dürfen aber Menschen, glaube ich, durchaus zutrauen und auch vertrauen, dass sie ein gutes Augenmaß haben für die Dinge, wie sie richtig sind, wie sie angemessen sind, für das Menschliche und auch für die Verantwortung, die sie übernehmen wollen. Und dann wird es auch wieder überschaubar für jeden Einzelnen von uns. Und wir haben, glaube ich, auch einen ganz guten Ansatz und ein gutes Gespür dafür, dass andere einen Preis bezahlen, wenn wir ihn nicht selbst bezahlen. Das erleben wir alle tagtäglich im Alltag, wenn es um den Konsum geht, wenn es um Güter und Produkte geht, deren Herkunft wir nicht genau bis ins Letzte verfolgen können. Also, wo liegt da das Menschliche? Und dann gibt es den Gedanken, ja, oder so die Aussage, das ist alles das Spiel von großen Akteuren, von globalen Playern. Und das liegt nicht in unserer Hand als Konsumenten im Alltag und der Gestalter in den Organisationen. Und auch da würde ich sagen, das sollten wir uns nicht in den Schatten stellen, auch unserer Machbarkeit und unserer
Macht und unseren Steuerungsprinzipien, die wir in Organisationen in der Hand haben. Und uns da ein Stück auch selbst unserem Leben anzuvertrauen. Und wie der Bernd Schmidt es mal so schön beschrieben hat, uns eigentlich tagtäglich immer wieder an die Kettenreaktion des Guten zu machen. Wir als ISB haben uns eigentlich seit jeher einem Bildungsverständnis verschrieben, was auch diese beiden Seiten anspricht. Also wir haben das mal so schön formuliert, dass wir uns den aktuellen Entwicklungsherausforderungen von Unternehmen und Organisationen und der damit verbundenen Entwicklung persönlicher Professionalität in Organisationen verschreiben. Also genau diese beiden Sachen zusammenbringen. Und damit beschäftigen wir uns eigentlich jedes Mal in jedem Seminar in den 80, 90 Dreitagesblöcken, die wir am ISB veranstalten, dass es um die Entwicklung persönlicher Professionalität geht, um die Entwicklung der eigenen Steuerungskompetenz und aber immer die Systeme im Blick haben, die Kultur der Systeme im Blick haben und die auch über das Seminarlernen gestalten, obwohl es ein Stück weit raus aus der Organisation ist, rein in das Seminar. Da ringen wir immer nach wie vor auch noch damit, wie können wir diesen Transfer auch dann in die Organisation wieder sicherstellen. Aber das ist das, was uns seit jeher beschäftigt und dann auch eingebettet in Veranstaltungen wie diese, darüber im Dialog zu sein. Wir machen das auch, weil wir Anlässe bieten wollen, mit Partnern im Dialog darüber zu sein. Viele haben den Dialog natürlich an der Arbeitsstelle mit den Kollegen, aber auch in einer Professional Community, die gewisse Werte, gewisse Orientierungen teilt. Dafür sind genau diese Veranstaltungen da, darüber immer wieder und immer wieder in die Kettenreaktion des Guten auch einzusteigen. Und wir haben das auch, das zeige ich euch nochmal, in unserem Verständnis von Organisationskultur abgebildet. Das ist unsere, ja, wenn man so will, unsere Definition von Organisationskultur. Es meint die gelebten Antworten auf Fragen sowohl der Leistungserbringung und der Lebensqualität der beteiligten Menschen und dann in formellen und informellen Bereichen des Zusammenwirkens. Also auch da findet sich in dem Verständnis von Kultur dieses Zusammenspiel von, das ist auch die Leistungserbringung, die in Organisationen zählt. Egal, ob das ein Wirtschaftsunternehmen oder ein sogenanntes Non-Profit-Unternehmen ist. Aber es geht auch um diesen Faktor der Menschlichkeit, des Humanen. Ja, und es soll es auch als Stichwort schon sein, nämlich die gelebten Antworten auch zu zeigen, darüber im Gespräch zu sein, euch auf die Bühne zu holen und mit euch in die Praxis einzusteigen. Wir haben viele gelebte Antworten, viele schöne Beispiele mit, glaube ich, auch all dem, was dazugehört. Und ich würde jetzt gerne die Jutta mit auf die Bühne hier vorne bitten. Unsere Mitarbeiterin, die ganz viel, wie andere ISB-Mitarbeiter natürlich auch, gearbeitet haben an dem, dass es jetzt losgehen kann. Wir freuen uns. Und die Jutta hat noch ein paar Rahmungen, auch organisatorischer Art, für euch. Und dann geht's los.